Hallo, ihr Quirlinge! Onol Menavi Renaixetesade ist auf den Spuren vom Hochkönig Winbar, heißt er, glaube ich. Wir sind im Heiligen Pfad zum Berg, das ist irgendwo Richtung Steiger Verlach gewesen. Wir haben uns hier durchgekämpft in der letzten Episode und jetzt geht's hier weiter. Gebiet verlassen. Aha. Okay, verstehe. Wir müssen jetzt von Steiger Verlach in Richtung Menai Verlach. Die Felsgebirge. Das ist ein neues Gebiet, da waren wir noch nie. Na, machen wir mal. Menai Verlach, Südstraße. Irgendwie schaffen wir es auch dabei, hier am Lager vorbeizukommen. Und ich werde mal gerade ein bisschen das Heldinventar entmüllen. Und fertig! Ich habe ausgemistet und Sioras Gewandung aufgewertet. Die hatten wir in der letzten Episode gefunden. Und Siora stellt sie mal vor. Ich habe ihr reingetan. Naja, im Grunde genommen etwas. Sieht man das hier irgendwo? Naja, jedenfalls mehr Rüstung. Und alles auf der lilanen Stufe, auf der höchsten. Und sie hat dann auch etwas. Das heißt, ich muss es zeigen. Notwendig wird Donnergat. Siora, komm mal her. Dein Leibchen bitte nochmal auf die Werkbank. Genau, hier sieht man's. Schulterriemen, Schultern und Brustharnisch, da hat sie hier drin. Diesen stattlichen Oberarmpanzer. Und hier, notwendig für Donnergat. Ist ein komischer Name, aber es passt natürlich am besten, dass sie dann Donnergat-Voraussetzungen kriegt. Und nicht die für, keine Ahnung, Alchemisten oder so. Prima, dann geht's weiter auf Winbars Spuren. Und wir landen in Menai Verlach, die Felsengebirge. Das hier ist ein neues Gebiet, tatsächlich. Es ist vielleicht nicht so riesengroß. Und sehr nass. Sehr nass. Nasse Strümpfe inklusive. Finally, we've made it to high ground. Now, let's find this trail to the sanctuary. It can't be far from here. Sie gucken sich an, haben aber nichts hinzuzufügen. Nichts Produktives. Sanctuary, aha. Da hinten badet irgendwas. Also, liebes Spiel. Der Hirsch schläft jetzt nicht ernsthaft im Wasser. Der Schnauze unter Wasser. Doch, genau das tut er. Schaut's euch an. Was soll ich dazu sagen? Bloodied feathers. I wouldn't like to meet the bird they belong to. Looks like Winbar must have begun his transformation. He will soon become a guardian of the mountains. Oh, finde Winbars Spur, folge Winbars Spur. Blutige Federn. Er hat Federn verloren. Ei. Gleich fängt er an, sein erstes Ei zu legen und dann gackert er. Gok, gok. Er wird zu einem Oberscavenger. Ja, ja, Hirsch, geh wieder baden. More of these giant feathers. We're on the right trail. Wo genau seht ihr Federn? Ich würde sie mir ganz gern mal anschauen, aber ich sehe nur Steine und altes Laub. Ah, davon gibt es einen Punkt. Einen Punkt für Heldilein. Hüpf. Ah, es scheint ein sehr heiliger Ort zu sein hier. Überall Schreine und Meniere. Und die unvermeidliche Höhle. Oder ist es eine Kampfarena? Nein, das ist sie noch nicht. Oder doch? Aha. Ist nur zum Reingucken. Das Wasser ist auch irgendwie sehr statisch, oder? Das bewegt sich sehr langsam. Ah, hier. Kann man hier rübergehen?
kann man. Und das bringt mir eine Fährtenlasertunika und ein bisschen Kram. Oh ja. Ein kleines Secret. Hier gibt's doch gleich Rüter aufs Maul, oder? Was meint ihr? Over there. More feathers. Wo denn? Ich sehe keine Federn. Ich fühle mich ausgegrenzt von euch. Hier. Ich dachte, man kann nur die Wände hochklettern, die so ein paar, also so Griffe haben. Aber es geht ja auch, wie in der letzten Episode gesehen, komplett ohne. Alles nur eine Frage der Kraft, der Griffkraft. Und natürlich der Attributspunkte, nein, der Fähigkeitenpunkte. Einen mehr für Heldilein. Den geben wir auch gleich aus in Richtung stählerner Heilung. So. Jawohl. Hart im Nehmen und hart im Austeilen. Unser Prinzchen. More of these giant feathers. Nein! We're on the right trail. Oh, hüpf. Professor Seraphedin? Ja, an Professor Seraphedin gerichtete Nachricht. Professor, ihr findet die bestellte Munition in diesen Kisten. Es sollte genug vorhanden sein, um die Kreatur zu bekämpfen, von der ihr uns erzählt habt. Mit guten Gewehren ist es sicherlich viel einfacher, gegen eine fliegende Kreatur zu kämpfen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Jagd. Ah, Nada ik menaimen. Da haben wir jetzt alle. Da in Menaifalach gefunden. Wir können hier hinten wieder durchgehen. Bumm. Ach, man hätte es hier. Ach so. Ah ja. Gut zu wissen. Professor Seraphedin kämpft gegen Nada X. Und hier ist ein Lager. Aha. Soweit, so gut. Oh, das war schon alles hier in der Region. Mhm. Oh! We found the entrance to the sanctuary. Vinbar must be here. I hope he'll agree to help us enter the heart of the mountain. All that remains is to find a way to get in. Mhm. Mit Kurti über dieses Thema zu reden, da kannst du auch gegen die Wand reden. So, wir müssen wieder irgendwas da reinwerfen. This must be the entrance to Vinbar's sanctuary. But it's obstructed. Mhm. He knows how to protect his home. Man muss bestimmt eine dieser riesigen Federn reinlegen. A stone altar. It resembles the one that protects the passage to Mev's sanctuary. This must be where I need to place the seed. Mhm. And here is another altar. Are two seeds necessary to open the passage? How can we learn which plant seed is required? This High King has been living like a hermit for ages. I doubt he's revealed his secrets to too many people. You're right. We need to find this Sera. The seed that I have is not enough. I need to find Sarah. She might be able to help. Let's return to the village. Ah. Hey. Hm. Let's return to the village. Ah, das Village da in Feiger Schalach oder wie? Ah, ist nicht gut. Das ist jetzt doof. Wobei die Quest ja immer noch sagt, dass man hier hin soll. Oder? Was sagt sie? Finde einen Weg, um die Tür aus Wurzeln zu öffnen. Oder finde und befrage Sera. Das ist ja nur eine Alternative. Aber wenn ich ja nichts habe,
Dann kann ich es auch nicht aufmachen. Das ist schade. Jetzt sollen wir mit Sera reden. Na, die wird sich freuen, uns zu sehen. Die wird Luftsprünge machen. Ja, okay. Ich muss jetzt den ganzen lieben Weg laufen. Oder, nee, wartet mal. Wir gehen über das Lager. Und das war doch hier. Das ist doch viel einfacher. Da können wir direkt zum Venture-War-Dorf hinbeamen. Per Schnellreise. Ich meine, das wäre der Ort, wo die gute Ute zu finden ist. Ute namens Zera. Nein, das will ich nicht. Ich will reisen. Steiger Verlach, finde und befrage Zera. Und das war vermutlich im Venture-War-Dorf. Und dann müssen wir hier nochmal übers Lager. Sera. Sera doesn't seem to have returned to her village. Someone here might know where to find her. If she came by here after having locked us up in the grotto, she would have warned them we were coming. So even if they know where she's gone, they won't tell us a thing. This woman knows the mountains like the lining of her pocket. If she wants to disappear, there will be no finding her. And might I remind you that my first duty is to protect your cousin? Yes, that's true. We must find Constantine. The High King can wait. Jetzt macht ihr mir ja einen Strich durch die Rechnung. Okay, okay, okay. Wir müssen Constantine finden. So, doch. Na gut, dann machen wir das halt so. Ich brauch's mal hier kurz ein Momentchen da. Okay. Die Heldis wollen sich nicht von mir steuern lassen. Wer bin ich schon, denen hier was zu sagen? Man darf ja meine Rolle ja auch nicht überbewerten. Frasonaigat, da wäre die Tiana Hakadachtas. Aber irgendwie... Ich will noch mal kurz einen Abstecher in die Hikmet-Region machen. Es liegt nicht wirklich am Weg wegen dieser komischen Geländestufe da, aber... Ein bisschen ja schon. Wir waren nämlich lange nicht bei Gouverneur Burhan und sind ja hier irgendwie in seinem Einflussbereich. Deswegen denke ich, wir sollten mal eben Siora da lassen und Afra mitnehmen. Und mal kurz im Gouverneurspalast nach dem Rechten schauen. Wenn Burhan nichts zu erzählen hat, dann geht's direkt weiter nach Frasonaigat zur Tiana Hakadachtast. Aber vorher ein Anstandsbesuch kann nicht schaden. Wer weiß, was der schon wieder im Schilde führt. Irgendeine dumme Idee wird er in seinem beturbanten Schädel schon ausgebrütet haben. Ach, guck, Queste. Lord de Sade, what bountiful wind brings... Enough pleasantries, Excellency. They are a dull canter after such treachery. I beg your pardon? What are you talking about? Have you forgotten that after sending me to save your savants that you then again sought my assistance? According to you, I needed only to convince the Tiana Hakadactus to provide us with a remedy. But you used me like a pawn, seeking in truth to capture her. I cannot understand why you are reacting in this way. I was certain that the witch doctor would refuse to help us. They have us marked down as enemies, after all. And I had good reason to believe that you would not resort to physical persuasion. You are even ready to use brute force against your own allies. Whatever do you mean? After wounding the Tiana, your spy attempted to kill me, Excellency. And you dare to tell me that my anger is exaggerated. Can I remind you that to assassinate a legate is to declare war against his sovereign? I never... I promise you that I had no intention for any harm to befall you. That man went beyond his orders, I assure you. I implore you, please accept my sincerest and profound apologies in the name of the Bridge Alliance. I can only give you the benefit of the doubt for now, Your Excellency. In the meantime... You need not keep a candle lit for the return of your spy.
He paid for his audacity with his life. He would have been made to answer for such infamy, I assure you. Once again, I apologize sincerely for this crime. It should never have happened. In any case, we need to get our hands on this woman. The remedy is perhaps... There never was a remedy. It was a wild goose chase. Perhaps even some sort of machination. No. That is terrible. This is a great setback. How could I have been so naive? What a shame. I am truly sorry that you risked your life in vain. Would you like to speak with me about any other subjects? I've taken care of your problem with the caravans. The merchant should now be able to reach Hikmet. Captain Reinhild has sent a message to that effect. You have done a great service for me. Though there is something that bothers me. I was told that you met these savages and then let them go. They showed no mercy at all with your own merchants. The congregation is not in conflict with these natives, and has no wish to begin one. Ah, your famous neutrality. Well then, you have solved the problem, and I would be discourteous to deny it. My pleasure. I imagine the captain must have informed you of all that we learned. Indeed, and I am extremely worried. An attack of any significant magnitude would be a catastrophe for our city. We have the means to repel these savages. But it will not be without great losses. Perhaps there is another way. The natives have clearly expressed their wishes. The freedom of their brothers and sisters. I see where this is headed, but I fear that they were not honest with you. A few natives are being held in the prison of the Coin Guard, but a handful of warriors does not seem to justify an assault of such commitment. They were not speaking of just a few soldiers, but of kidnappings. The victims are only villagers. This is inexplicable. We have taken no villagers. Of course, we answer their attacks in kind. And at times, we have taken prisoners on the battlefield. But what use would we have for a few fishermen, hunters, and weavers? Might it be possible that these kidnappings have taken place without your consent? I doubt that. But of course, it is always possible that a few bandits might have stolen a shipment of arms. If that were the case, that would explain a great deal. Since you have been of such service to my people, and this grievous affair seems of great concern to you, would you be of a mind to lead the inquiry? Capture a few of these savages. Make it your mission to make them talk. We must understand what is going on before they attack. Very well. I shall get to the bottom of this affair, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subjects? Nein. Das war ja ein sehr langes Gespräch. Wir waren sehr lange nicht bei ihm, kann das sein? Puh. I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lord. Nein, do not look forward to see you again, du Leuchte. Also, Nebenqueste, eine neue. Im Namen der Wissenschaft, im Herzen der Rebellion, sprich mit Hauptmann Reinhild. Das ist die, die da oben in der Hikmet-Region die Verantwortung für den Vorposten hat. Ja. Ich überlege gerade. Es geht ja wieder um die Eingeborenen. Ich werde mal jetzt ein bisschen Tempo machen. Ich gehe zurück zum desardäischen Wohnsitz. Dann kriegt Kurti seine Pause und wir nehmen Ciora auf. Dann gehen wir mit Ciora und Afra zu Reinhild und da ist dann der Schweinsgalopp zu Ende. Tempo! Respectfully, Your Excellency, what can I do for you? Governor Byrne asked me to investigate the abductions the rebels told us about. If we could find the origin and free their comrades, I'm sure they would stop their attack. I need to locate and speak with the other rebels. Do you know where they could be? No, they don't attack often. I fear they're gathering their forces. Captain, the patrol we sent to the west has not returned yet.
I may have spoken too quickly, Your Excellency. Although it might still be possible that our men are just delayed. Perhaps you would allow me to search for them. Maybe they crossed paths with the rebels. Corporal, do you know which way the patrol went? Of course, Captain. You will lead, His Excellency. In hope that our men are still alive. At your command, Captain. Your Excellency, find me at the entrance of the camp when you're ready to start. Mhm. Soweit Hauptmann Reinhild. Kurz entschlossen, wie wir sie kennen. Und der Corporal, der wartet am Lagereingang. Are you ready to go, Your Excellency? Na klar. Immer. Jetzt. Yes, let's go. Begleitet die Soldaten. Die Soldaten? Plural? Plural Majestatis? Ist doch einer. Und hat er nicht ein schönes Röckchen an. So blau und grün und noch ein weinrotes Barett dazu. Das ist der letzte Schrei in Hikmet. Und die brünftigen... Okay. Vielleicht können wir ja vorbeigehen, ohne uns in einen Kampf verwickeln zu lassen. Ah, es geht sogar. Hast du was gesagt? Ich war abgelenkt. Geht da nicht durch. Bitte. Oh. Nein. Let's not waste any time. So. Ja. Ich brauche die Galle. Oh, ein Rubin. Die hatten einen Rubin dabei. Wo bist du hingelaufen? Wo bist denn du? Was? Nein! Wo ist denn der? Der kann doch nicht einfach... Ich bin doch hier, also... Oh. Also ehrlich. Der rennt einfach weg, wenn ich hier noch plündere. Da war ein Rubin dabei. Muss ich das jetzt nochmal von vorne starten oder ist jetzt irgendwas Böses passiert? Nasenbär! Are you ready to go, Your Excellency? Ja! Yes, let's go. Ich zieh dir deinen Rock über die Ohren, wenn du noch einmal einfach so wegrennst. So, ob wir da wieder vorbeikommen an diesen beiden Tierchen? Im Moment beschäftigen sie sich miteinander. Gut so. Ja. Weißt du, in Gothic, da warten die Escort-NPCs auf einen. Hier rennen sie einfach weiter. Abgelegenes Wäldchen. So, wo bist du hingelaufen, hm? Du Schelm. Da sind Schafe. Die tun mir nix. Mäh. Und? Oh je. Is that the patrol we're looking for? Yes. That's them. More victims of these savages. Two of the soldiers are missing. Maybe they managed to escape. They'll surely need help. We should look for them. Mhm. Hm. Wo können die sich versteckt haben? Ja, komm hier. Das geht hier vor. Ja? Oh, Eisenerz. Wichtiger als dein Leben. Oh. Ja. Es wird schon noch ein bisschen dauern, bis ich da bin. I beg you. Help me.
people! Ja. Please help me! This man needs to be cared for. But in his condition, we can't take him back to the outpost. Allow me. Heil den Soldaten. There. That should be better. Thank you, sir. Without your help, I would probably have died here. Tell us what happened. We came across a group of rebel savages. It was a massacre. A few seconds later, only Franz and I were left. We fled. I managed to drag myself here, but he was not so lucky. The savages caught up with him. Was he captured? Did you see where they took him? They headed north to Frazonegan. But in the state I was in, I didn't see much else. Your Excellency, please. We should get him out of there. They're bound to torture and kill him. We'll take care of it, Corporal. The rebels must have left traces when dragging the prisoner. But not you. You must help your wounded man to reach the outpost. Come on. Mhm. Und wehe, du stehst noch einmal vor mir und schreist mich an. Dann kriegst du keinen Heiltrank mehr. Es geht nach Norden, nach Frasonagat. Da mussten wir sowieso hin, meine ich. Ja, das trifft sich ja gut. Wobei wir hier in der Hikmet-Region nach meinen Aufzeichnungen noch irgendeinen Kletterpunkt haben. Aber ich weiß nicht so ganz genau, wo der ist. Ist das vielleicht hier an der Stelle? Das ist hier auf alle Fälle. Ach nee, das ist ja nur jenseits des Flusses. Da waren wir schon. Zurück. Puh. Naja, irgendwo ist hier eine hohe Wand. Aber die habe ich jetzt nicht vor zu suchen. Oder? Moment. Tja, da ist Hikmet. Es kann ja nur hier in dem Bereich irgendwo sein. Also meine Liste sagt, dass es hier irgendwo noch eine hohe Wand, einen Kletterpunkt gäbe. Da geht's raus. Also irgendwie meine ich, es wäre direkt hier gewesen. Ah ja. Ja, war's doch, natürlich. Ach, die ist unmöglich zu erklimmen. Ach, weil Cordy nicht dabei ist. Scheibenhonig. Haben wir irgendwo ein Lager? Cordy-Lein? Das ist da unten. Das ist da unten oder da. Ach, kurz Tempo zum Lager, kurz auf die Hörner genommen, also mit eingepackt und wieder zurück zu dieser Kletterwand. Tempo. So, wir sehen auch, mit dem guten Kurti kann man hier unmöglich hochklettern. Aha. In der gleichen Gruppenzusammensetzung habe ich aber in der letzten Episode sehr, 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 sehr viele Wände erklommen. Was ist das Problem? Es kann sein, dass wir... hier oben, dass wir hier mal irgendwann questmäßig reinkommen. Und dass das der Ausweg ist hier. Das sieht aus wie ein Ausweg. Dass wir gar nicht reinklettern können im Moment. Ja, ich glaube, so ist das.
Okay, naja. Dann denke ich mal, oh, dass ich hier was übersehen habe. Und dann gehen wir hier in der Zusammensetzung weiter. Auf geht's, reisen. Wir wollen nach Frasonegat. Lager am Felsvorsprung. Da wollen wir hin. 11 Stunden dauert das. Fast 12. Und damit dieser Brückenallianzler nicht sofort einen Herzinfarkt bekommt, wenn er uns sieht, werden wir wohl tatsächlich Kurti wieder freilassen und Afra wieder dazu nehmen. Und unseren Pfad fortsetzen. Frasonegat. Spüre die Donaya Exregor auf. Das sind diese Rebellen. Mhm. Mit anderen Worten, da hinten. Donaya Exregor. There's our group of rebels. The soldier they captured looks dead. Was? War ich so langsam? Das arme Schwein. Wo sind sie denn? Let's go, Renaigse. Stand up. Esse Maru. Radidat Neuda. Is this? Quaes. My name is Desarde. I'm the legate of the congregation. I'm here because I want to talk to your chief. I know who you are. The Renaigse on Ol Manawi. What do you want to say to Armal? I want to talk to him about the abductions and to understand what's going on. You would be the first Renaigse to care. How do we know you're not just saying that to find out where our camp is? Weil ich blaue Augen habe. I am not part of the Alliance. My only goal is to avoid deaths on both sides. Help me. I am your only chance to free your prisoners without bloodshed. You seem to really believe what you say. I hope I'm not mistaken. Very well. Tell me when you are ready to follow me to our camp. Jetzt. Ich bin immer ready to follow. Naja, so gut es halt geht. Are you ready to follow me, Renaigse? Na klar. Aufbrechen. Let's go. Jetzt rennt er wieder irgendwo hin. Ich verliere ihn. Hey, schicke Frisur. Ah, wo ist er denn hin? Nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen. Da ist er. Ich habe ihn im Fokus. Ich werde nicht von ihm lassen. It's this way. Aha. Oh, Harz, Harz. Ah, ja, ist noch da. Oh, 5 Drachenblutharz. Aber wo bist du? Ja, was denn? That the Donaya Exregal have set a trap for us. Ich habe das Gespräch jetzt nicht verfolgen können, weil hier, wichtig, ja, und Abbruch von Escort-Quest-Teilen. Bitte nicht schon wieder. Läuft aber gut. I'm letting my comrades know we're here, so that they let us pass. Mhm. Ich vertraue dir mal. Aha. Follow me. We are almost there. Oh, wenn ich ja nicht angegriffen werde. Bisher nicht. Ich muss aufschließen. It's this way. Come on. Mhm. Das ist jetzt natürlich sehr doof. Okay. Ich kann ihn rempeln. Oh. Der ist
schnell, oder? Man traut sich gar nicht, noch irgendwas pflücken zu gehen. Ja? Aha. Offenbar möchtest du, dass ich weitergehe? Auf eigene Faust? Ah ne, jetzt bist du doch wieder... Ah, das war doch ein Päuschen. Ja, es ist erlaubt. Moment. Das muss sein. Damit haben wir hier die ganzen Lager auch fertig. This is our main camp. This is where you will find Armal. I hope I am not wrong to lead you here. And that you are not a traitor. So, here's the famous rebel camp. I hope their leader can tell us more about these abductions. Hm. Kann er garantiert. Nein, falsch. Hier waren wir schon mal, oder? Aber warum habe ich damals... Nee, waren wir nicht. Irgendwie war hier irgendwas blockiert, glaube ich. Ich glaube, hier war was blockiert, richtig. Da sind wir nie hingekommen. Das müssen wir alles uns noch angucken hier. Aber erstmal führen wir hier das Gespräch mit dem Mal. Der Donnea Exragon. Dunosit-Lager. Ja, hier waren wir noch nicht richtig. Das machen wir mal in der Episode hier, dieses Gespräch. Damit wir wissen, womit wir loslegen können dann im nächsten Teil. Guten Tag. Bertier Turbat. Who are you and what are you doing here, Anaikse? My name is Desade. I'm the legate of the merchant congregation. I came to talk to you about the abductions and your forthcoming attack. And how did you find our camp? I convinced one of your men to bring me. Please, Mal. Explain to him what you know. He can help us free our brothers. Well, I'll tell you what we know. Then you'll understand why we have to fight lions. Many seasons ago, Sinol Manawi started to disappear. Lions attacked the villages and took them with them. We never saw them again. They were either crazy or so injured that even our best Donegad couldn't do anything. So we counterattacked and captured some of their soldiers. And we learned that they were taking our people to a place they call a laboratory. It is there that they torture and kill them. They talked about experiments. Experiments? So that was the reason for all these abductions. But what do they hope to discover? They hope to find a cure for the Malachor. And I'm afraid they're willing to carry out any atrocity to find one. We found the laboratory, but it is heavily guarded. So we are preparing for war. Do you understand now? Yes. And if what you tell me is true, we must put an end to it. Alert! The lions are attacking! Traitor! It was you who led them to us! No, I swear. They asked me to investigate. It was never a question of attacking you. Then prove it! Fight with us! Auf alle Fälle. The Alliance betrayed me as much as you. I owe them nothing. Hm. So. Ah, Ärger. Ärger, Ärger. So. Ach komm, den Ärger geben wir uns noch. Was die mich immer ausspionieren. Das sind eigentlich nur Groschengardisten. Eigentlich tut die mir ja leid. Aber irgendwie geht's nicht anders. Was? Wo seid ihr denn? War das alles? Ah, ne. Links rum. Da lang? Ne. Wo lang? Nein, hier runter. Da war doch gar keiner. Doch, da hinten. Nummer 3. Ja, warte mal, wo rennst du hin? So, schießen können wir auch.
You have fought bravely. And your word is true, Honor Manawi. The Alliance is the ally of the Congregation. Taking your side was not a decision I made lightly. But Governor Burren used and betrayed us. And he will answer for it. Please, wait before you attack. I will do everything to dismantle this laboratory and release your people. I trust you. So we will wait. But don't take too long. Kwa awalem seg, Honor Manawi. Goodbye. Goodbye ist irgendwie kürzer. Steck mal das Zeug weg. Was haben wir denn hier für einen? Das ist der... Irgendwer? Eine Nachricht von einem Soldat verfasst. Genau, alles nehmen. Von einem Soldaten verfasste Nachricht. Wenn ihr das lesen könnt, müsst ihr vom Kontinent stammen. Mein Hauptmann befahl mir, eine Truhe zu verstecken, kurz bevor wir das Rebellenlager von Dunoset angegriffen haben. Leider ist unser Angriff fehlgeschlagen und wir wurden in einem Verlies eingesperrt und jetzt werden wir sicherlich sterben. Ich flehe euch an, finde die Truhe, die wir vor diesen Wilden versteckt haben. Die Truhe liegt hinter einigen Büschen in der Nähe des großen Wasserfalls und ich habe es geschafft, ihren Schlüssel in einem Heuhaufen in der Nähe des Lazaretts zu verstecken. Heuhaufen, Lazarett, oh. Ah, da ist noch immer Jaklimbim drin. Sein Ersatzturban und sowas. Naja, aber gut. Der Burhan, der versucht's immer wieder. Entschuldigung. Und es war nicht meine Absicht. Und er ist zu weit gegangen. Und dann macht er die gleiche Scheiße nochmal. Also die Telemis, die giften einem wenigstens direkt ins Gesicht. Aber dieser Turbanträger, der... glaubt, er wäre irgendwie ein besserer Intrigant als ich. Das haben schon einige geglaubt. So. Was wäre zu tun? Wir müssten jetzt zurückkehren nach wahrscheinlich Gouverneur Burhan. Ja. Aber wir haben hier ja noch ein bisschen die Erkundung zu machen. Hier noch ein bisschen ums Eck schauen, wegen Wasserfall und Truhe und so und Heuhaufen, Schlüssel, Lazarett und diesen ganzen Kram. Das würde ich ganz gerne noch tun. Und zwar am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.